Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tim Schwara 2023. Ja, der Sommer in der Stadt ist immer wundervoll. Es ist warm, es gibt nicht allzu viel Regen und man hat immer wundervoll Sonne. Und was eignet sich eigentlich an einem solch schönen Sommertag besser als ein für viele völlig unerwartetes Fest auf der Piazza Victoriae, dem Opernplatz zu feiern, einzuleiten, das Folklore-Festival mit einer anschließenden Gala im Apollosaal der Philharmonie. Und am Anfang ist es natürlich so, dass sich da die Trachten und Tanzgruppen erst einmal zusammenfinden und es gibt ein Gewusel und dann fängt die Musi an zu spielen und man fasst sich an den Händen und tanzt im Kreis und es ist ein wenig verwirrend am Anfang gewesen, weil es doch viele, viele, viele Teilnehmer gab, dazu Touristen, die völlig überrascht waren von dem, was da plötzlich passierte. Es war so eine Art Flashmob für viele und dann erfolgte dort auf der Piazza Victoriae ein Kreistanz dieser ganz unterschiedlichen Volkstanz- und Trachtengruppen. Und es war wundervoll mit anzusehen, wie man sich mehr und mehr in diesem Kreis organisierte, wie man den Kreis enger machte. Und es war nicht ganz einfach für mich, da zwischen den Tänzern auch ein wenig hin und her zu springen, sodass ihr also wirklich einen umfassenden Überblick dieses Geschehens auf dem Opernplatz dann auch habt. Und ich sage hier an dieser Stelle, ich will nicht viel weiterreden, nach dem Ringtanz der unterschiedlichen Gruppen erfolgte dann noch der Marsch zur Basilika, also zur Kathedrale der Heiligen Drei Hierarchien und weiter zur Philharmonie. Und ansonsten viel Spaß beim Schauen. Ich sage danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und würde mich freuen, wenn es euch gefällt, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und dann gibt's auch schon bald wieder das nächste spannende, interessante Video aus Temeswar mit neuen Eindrücken von anderen Veranstaltungen hier im Sommer und während der Feierlichkeiten zur Kulturhauptstadt 2023.